Herr Präsident, meine Damen und Herren, Baden-Württemberg steigt aus, heißt ja das schöne Thema, wobei das natürlich ein klein bisschen gemogelt ist, denn nicht Baden-Württemberg steigt aus, sondern die Verantwortung für Energieerzeugung und Energieverteilung liegt natürlich beim Bund. Insofern hat der Bund in den 2010er Jahren beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen. Wir erinnern uns alle an das Hin und Her damals. Zunächst ging es ja darum, eine Laufzeitverlängerung durchzuführen, um die Atomkraftwerke noch bis in die 2030er Jahre laufen zu lassen. Und sie dann nachdem sie ihr wirtschaftliches Ende erreicht haben, auch nach und nach stillzulegen. Durch die politischen Verhältnisse im Jahr 2010, 2011 kam es also zunächst mal unter Schwarz-Gelb zu einer Verlängerung der Laufzeiten, die dann durch die Ereignisse von Fukushima letztendlich überrollt wurden. Und dann war plötzlich aus politischen Gründen für die Kanzlerin, das war ja eigentlich der wesentliche Gesichtspunkt, dass sie gesagt hat, ich muss dieses Thema abräumen, bevor die nächste Bundestagswahl und auch die nächste Wahl in Baden-Württemberg verloren geht. Plädierte sie plötzlich für den Ausstieg aus der Kernenergie und da relativ einen kurzfristigen Ausstieg zu wählen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass wir jetzt in Baden-Württemberg, also inzwischen mit Obrigheim, Neckar-Westheim 1 und Philippsburg 1, die ersten drei Kernkraftwerke stillgelegt und in der Phase der Demontage haben, während wir noch die Kraftwerke Philippsburg 2 und Neckar-Westheim 2 bis zum Ende 19 bzw. Ende 2022 betreiben können. Die Kostenverteilung ist so geregelt worden, dass für die Stilllegung der Kernkraftwerke die Betreiber selbst zuständig sind, während für die gesamte Entsorgung des atomaren Restbestandes, also Atommüllentsorgung sozusagen, der Bund inzwischen die Verantwortung übernommen hat, indem die Konzerne ihm eine entsprechende Abstandszahlung überwiesen haben und damit die Aufgabe an den Bund übergegangen ist. In der ursprünglichen Planung der Kernkraft war ja eigentlich vorgesehen, die Brennelemente nach ihrer Nutzung, die sogenannten abgebrannten Brennelemente, in einer Wiederaufarbeitungsanlage, ich erinnere an das Stichwort Wackersdorf, aufzubereiten und dann einer eventuellen weiteren Nutzung wieder zuzuführen. Das war besonders vernünftig aus technischer Sicht, weil ja die Brennelemente in ihrer Gesamtheit zunächst mal durch eine entsprechende technische Behandlung angereichertes Uran darstellen, das dann in den Brennelementen nur mit 2-3% überhaupt ausgenutzt worden ist, sodass also die Brennelemente nach technischer Sicht natürlich kein Schrott oder kein Müll sind, sondern eigentlich noch Brennelemente, die in möglicherweise anderen Reaktortypen durchaus noch weiter zur Energiegewinnung genutzt werden konnten. Durch massiven politischen Druck wurde allerdings dieses Konzept aufgegeben, was in der Folge natürlich dann dazu geführt hat, dass wir nun mit erheblichen atomaren Folgeproblemen zu tun haben. Die ganze Entsorgung des hochradioaktiven Mülls ist ja bis heute letztendlich nicht endgültig geklärt, da die Endlagersuche und der Bau eines Endlagers und auch letztendlich der Betrieb eines Endlagers auf die Jahre 2030, 40, 50 verschoben ist, weil man sich zunächst wieder auf eine Endlagersuche begeben hat, obwohl eigentlich mit dem Endlager Gorleben ein funktionsfähiges Endlager durchaus eingerichtet worden ist. Aus kommerzieller Sicht ist festzuhalten, dass natürlich die ganze Energiewende, sprich also der Ausstieg aus der Kernenergie, eine wirtschaftliche Katastrophe ist. Denn damit werden volkswirtschaftliche Investitionen in Milliardenhöhe letztendlich zunichte gemacht. Zum anderen auch der Wert der Brennelemente ist natürlich in dem Sinne nicht mehr zu beziffern, weil sie eben keiner weiteren Verwendung mehr zugeführt werden können.
Alles, was also beschlossen wurde, ist aus heutiger Sicht nicht unbedingt vernünftig, aber es dient dazu, die Kernenergie aus dem Spektrum der Energieformen in Deutschland herauszuhalten. Sinnvoll wäre es natürlich gewesen, in dieser damaligen Zeit eine Einigung auf europäischer Ebene herbeizuführen. Dann macht das Ganze sicherlich mehr Sinn, als wenn jetzt jede europäische Nation ihre eigene Energieversorgung selbst organisiert. Es hat natürlich jedes Land letztendlich eine eigene Problematik. Norwegen zum Beispiel mit seinen erheblichen Wasserkraftvorräten hat natürlich da ein deutlich geringeres Problem als zum Beispiel Deutschland mit seinen großen Flächen und seinem erheblichen Bedarf an Energie, der im Moment mit einem Mix aus Kohle, erneuerbaren Energien und einem Rest, 15% vielleicht, von Kernkraft abgedeckt werden muss. Wobei natürlich die Frage sich stellt, was passiert nach dem Abschalten des letzten Kernkraftwerkes? Dann wird ja letztendlich auch die letzten 15% der Energieversorgung und in diesem Fall die letzten 15% einer tatsächlich durchgehend verlässlichen Energieversorgung abgeschaltet. Dann sind wir letztlich nur noch auf die Energienformen der erneuerbaren Energien, die im Wesentlichen ja fluktuierende Energien sind. Das heißt, Wind, Sonne sind, solange sie da sind, sehr schön und sehr schön auszunutzen. Und wie wir gehört haben, ja auch mit entsprechend durchaus akzeptablen Kosten versehen. Nur wird dabei natürlich vergessen, wenn man diese erneuerbaren Energien tatsächlich kontinuierlich nutzen will, kommt genau das Problem zum Tragen, dass eben auch heute noch das Problem der Speicherung, sprich das Nutzen von erneuerbaren Energien auch in Zeiten, wo keine Sonne scheint und kein Wind weht, durchaus zu erheblichen Problemen führt. Sprich, die Kosten einer Kilowattstunde sind dann eben nicht mehr die 3, 4, 5 Cent, die hier kolportiert wurden, sondern die wachsen dann sehr schnell, wenn ich an Power-to-Gas oder ähnliche Verfahren denke, wachsen sehr schnell auf höhere Werte, als wie wir sie heute schon bezahlen müssen. Wobei wir ja sehen müssen, dass wir bereits heute Energiepreise zahlen, die bis zu 100% über dem Niveau liegen, was wir im Jahr 2000 und 2005 noch ursprünglich gewohnt waren. Das liegt zum einen natürlich an der Tatsache, dass wir die Industrie aus der Übernahme von Kosten, die die erneuerbaren Energien durchaus am Anfang verursacht haben, herausgenommen haben, indem wir gesagt haben, das EEG zahlen nur die kleinen Verbraucher, die großen Industrie. Die große Industrie ist von der EEG-Umlage ausgenommen worden und dadurch hat sie heute praktisch ein Viertel des Preises der Kilowattstunde eingenommen. Dazu kommen noch erhebliche Kosten, die für den Ausbau der Stromnetze nötig waren. Auch da haben wir ja das Problem, dass die Stromnetze den Anforderungen überhaupt noch nicht genügen. Vor 30 Jahren hat man mal gesagt, man macht den Strom immer da, wo er gebraucht wird. Das kann man sich heute aus heutiger Sicht sicherlich abschminken. Denn letztendlich kommt im Wesentlichen zum einen der Strom von der Sonne. Das kommt darauf an, ob da Sonne scheint oder nicht. Der Wind weht im Wesentlichen im Norden. Das heißt, der Strom muss, ob er will oder nicht, in die Zentren im Süden geschickt werden. Unterm Strich gucken wir mal nach Baden-Württemberg. Da hat Baden-Württemberg schon immer ein Problem mit der Energieversorgung, weil sie ja schon in alten Zeiten oder in Vorzeiten sozusagen 80-90% maximal ihres Bruttostrombedarfs tatsächlich nur selber decken konnten und auf Stromimporte angewiesen waren. Und diese Schere geht natürlich deutlich auseinander. Nach Abschaltung der letzten Kernkraftwerke wird wahrscheinlich die Eigenstromdeckung in Baden-Württemberg nur noch um die 50% liegen. Und damit sind wir dringend auf entsprechende Lieferungen aus dem Ausland angewiesen. Ab 2022 fehlen in ganz Deutschland mindestens 8 Gigawatt an Strom in den problematischen Zeiten. Und die Frage wird sein, liefern dann zwangsläufig unsere eigentlich bekämpften, rundherum um Deutschland stehenden Atomkraftwerke unseren entsprechenden Strom?
oder wie wollen wir unsere Industrie mit entsprechendem Strom versorgen? Die AfD ist der Meinung, dass das Konzept nicht zu Ende gedacht ist und dringend einer Revision bedarf, um zumindest mal für eine Übergangszeit von vielleicht 5 bis 10 Jahren mit einem Moratorium zunächst mal tatsächlich die Ertüchtigung des deutschen Stromnetzes zum Beispiel abzuwarten und dann zu entscheiden, ob tatsächlich die erneuerbaren Energien den Ansprüchen, die an sie gestellt werden, genügen können oder ob in der Zwischenzeit nicht die gesamte deutsche Industrie, die zumindest mal mit Stromlieferung sehr stark abhängig ist von Stromlieferungen von außen, ob die überhaupt mit diesem Zustand leben kann, beziehungsweise ob sie langsam zum Ende kommt. Kommen Sie bitte selber zum Ende. Richtig. Wir plädieren also, wie gesagt, für ein Moratorium und hoffen, dass es in dem Sinne diese Vernunft auch in die entsprechenden Gremien einziehen wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.